Der gestiefelte Kater. Einst lebte ein Müller, der war so arm, dass er nach seinem Ableben seinen drei Söhnen außer seiner Mühle, seinem Esel und seinem Kater nichts hinterließ. Diese drei Dinge teilten die Söhne rasch untereinander auf, da bedurfte es keines Advokaten. Der Älteste nahm die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte und Jüngste bekam den Kater. Nun ja, darüber war er nicht allzu glücklich. Er dachte bei sich, meine Brüder können sich ihren Unterhalt verdienen, wenn sie sich zusammentun. Doch was bleibt mir übrig? Auch wenn ich den Kater verspeise und mir aus dem Fell einen Muff mache, werde ich bald des Hungers sterben. Der Kater, der so tat, als hörte nichts, hatte all das belauscht. Er sprach voller Ernst. Herr, hab keine Angst. Verschaff mir einen Sack und lass mir einen Verstiefel anmessen. Ihr werdet sehen, dass ihr keinen schlechten Handel gemacht habt. Der Herr des Katers erhoffte sich nicht viel. Doch er hatte gesehen, wie geschickt der Kater auf Ratten- und Mäusejagd ging, indem er sich totstellte oder in der Mehlhalde verborg. Und so hegte er die Hoffnung, dass etwas Gutes daraus kommen würde. Nachdem der Kater das Gewünschte bekommen hat, schlüpfte er in die Stiefel und lief damit auf und ab. Dann hängte er sich einen Sack um, nahm die Schnur zwischen die Vorderpfoten und lief an eine Stelle, wo er die Hasen wusste. Er steckte Kleie und Salat in den Sack und legte sich hin und stellte sich tot. Kaum hatte der listige Kater sich ausgestreckt, als alles wie am Schnürchen klappte. Ein naseweißes und törichtes Häschen steckte den Kopf in den Sack und beschnupperte die Leckerbissen. Der Kater zog plötzlich an der Schnur und hatte einen Fang gemacht. Stolz geschwellt lief er stracks zum Königspalast und verlangte, die Majestät zu sprechen. Er wurde eingelassen und in die Gemächer des Königs geführt, wo er sich tief verbeugte und zum König sprach. »Euer Majestät, ich bringe euch einen Hasen von den Feldern meines Herrn, des Grafen von Karabas.« Denn dies war der Titel, den der Kater seinem Herrn verliehen hatte. »Sagt deinem Herrn«, erwiderte der König, »dass ich ihm Dank sage und mir seine Gabe wohlgefallen erregte.« Er sollte nicht zu viel Zeit vergehen, und der Kater versteckte sich im hohen Gebüsch an der Stelle, die gerne von Vögeln aufgesucht wurde. Er ließ seinen Sack auf, bis zwei Rebhühner hineingeflogen waren. Wieder ging er zum Palast und reichte die Vögel dem König dar, der sie mit noch größerem Wohlwollen empfing und dem Kater eine kleine Gabe zusteckte. Der Kater fuhr nun eine Zeit lang fort, dem König erjagte er Leckerbissen als Gabe seines Herrn zu bringen. Schließlich aber kam ein Tag, da hörte der Kater, der König wolle eine Gesellschaft seiner Tochter geben, der schönsten Prinzessin der Welt, und eine Ausfahrt längs des Flusses machen. Da sprach der Kater zu seinem Herrn, »Jetzt ist die Zeit gekommen. Wenn ihr tut, was ich euch sage, dann ist euer Glück gemacht. Ihr müsst im Fluss ein Bad nehmen, an einer Stelle, die ich euch zeige. Überlasst alles andere mir.« Der junge Mann hatte keine Ahnung, was nun kommen würde, und doch tat er, wie der Kater ihm geraten hatte. Während er im Fluss badete, kam der König in seiner Kutsche vorbei, und der Kater rief aus, zur Hilfe, mein Herr, der Graf von Karabas ertrinkt. Der König vernahm die Rufe und steckte seinen Kopf aus dem Kutschenfenster. Er erkannte den Kater, der ihm so viele köstliche Gaben gebracht hatte, und befahl seinen Wachen, dem Grafen von Karabas zur Hilfe zu eilen. Während sie dem armen Grafen aus dem Fluss heraus halfen, lief der Kater zur Kutsche und berichtete dem König, dass Räuber seinem Herrn die Kleider geraubt hätten. Während dieser badete, obwohl er laut gerufen hätte, hätte die Diebe, in Wahrheit hatte der pfiffige Kater die Kleider unter einem Stein versteckt. Der König empfing den jungen Mann mit großer Freundlichkeit und wies seinen Kämmerer sofort an, er möge eilen und eines seiner vornehmsten Gewänder dem Grafen von Karabas bringen. Die schönsten Kleider passten ihm vorzüglich, denn er war ein schmucker junger Mann und gut gewachsen. Die Königstochter fand auf der Stelle Wohlgefallen an ihm, und als der junge Mann ihr einige schüchterne, aber zärtliche Blicke zuwarf, war es um sie geschehen, und sie war in Liebe zu ihm entbrannt. Der König bestand darauf, dass der junge Graf in der Kutsche Platz nehme und mit ihr fuhre. Der Kater, hochbeglückt, dass alles nach seinem Wunsch lief, rannte voraus. Bald hatte er eine Stelle erreicht, wo Bauern eine Wiese mähten, und er sprach zu ihm, »Ihr Leute, sagt dem König, die Wiese, die ihr mäht, gehöre dem Grafen von Karabas. Vergesst es ja nicht, es wird euch sonst übel ergehen.« Wie der Kater erwartete, kam bald eine Kutsche, und der König fragte die Schnitter, wem die Wiese gehörte. »Unserem Herrn, dem Grafen von Karabas«, gaben die Schnitter zur Antwort, denn sie fürchteten, der Kater würde seine Drohung wahrmachen. »Ihr habt einen stattlichen Besitz.
sagte der König zum Grafen. Ihr seht ja selbst, Majestät, gab der junge Mann zur Antwort, diese Wiese liefert wohl alljährlich einen reichen Ertrag. Noch immer von der Kutsche einherlaufend sah der Kater Schnitter, die auf einem Acker ernteten, und sprach zu ihnen: Ihr Leute, sagt dem König, dass der Acker, auf dem ihr erntet, dem Grafen von Karabas gehört. Vergesst nicht, sonst wird es euch übel ergehen. Wenig später kam der König vorbei und fragte den Besitzer all der Felder. Unser Herr ist der Graf von Karabas, gaben die Schnitter zur Antwort. Der Kater, der noch immer der königlichen Kutsche vorauslief, sagte allen, denen er begegnet, sie sollen diese Antwort geben. Der König war verwundert, ob der Größe des Besitzes des jungen Grafen von Karabas. Der Kater kam nun zu einem großen Schloss, das dem reichsten Menschenfresser gehörte, den es gab. Denn alles Land, das der König gesehen hatte, gehörte diesem Menschenfresser. Der Kater hatte aber schon herausgefunden, wer dieser Menschenfresser war und welche Zauberkünste er beherrschte. Er bat um Einlass und sagte, er wolle dem reichen und großen Zauberer seine Aufwartung machen. Der Menschenfresser überempfing ihn überaus freundlich, so freundlich, wie ein Menschenfresser es eben vermochte, und bat ihn, Platz zu nehmen. Man berichtet, sagte der Kater, dass ihr euch in allen Arten von Tieren verwandelt, dass ihr zum Beispiel die Gestalt eines Löwen oder Elefanten annehmen könnt. Ganz recht, gab der Menschenfresser mürrisch zu, und als Beweis werde ich mich in einen Löwen verwandeln. Der Kater war beim Anblick seines Löwens in seiner Nähe so erschrocken, dass er flugs aufs Dach kletterte. Doch das fiel ihm nicht leicht, weil seine Stiefel nicht zum Gehen auf Dächern beschaffen waren. Bald aber hatte der Menschenfresser sich wieder zurückverwandelt und der Kater gestand, wie groß seine Angst gewesen war. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht glauben können. Aber, fuhr der Kater fort, man berichtet ebenso, dass ihr noch viel größere Macht habt, die Gestalt kleinerer Tiere anzunehmen. Könnt ihr euch beispielsweise in eine Ratte oder ein Mäuschen verwandeln? Das dünkt mir unmöglich. Unmöglich, grollte der Menschenfresser, du wirst sehen. Gleichzeitig verwandelte er sich husch und huschte als Maus über den Boden. Im nächsten Augenblick tat der Kater einen Satz, hatte die Maus gepackt und sie verspeist. Ein wenig später kam der König vorbei, sah das großartige Schloss und wollte ihm einen Besuch abstatten. Der Kater, der die Kutsche über die Zugbrücke rumpeln hörte, lief heraus und sprach: Willkommen, Majestät, willkommen im Schloss meines Herrn, des Grafen von Karabas. »Was, mein lieber Graf«, rief der König aus, »ist dies das Schloss, das auch euch gehört? Niemals habe ich etwas Großartigeres gesehen als diesen Schlosshof und den stattlichen Bau, der ihn umschließt. Wenn es euch beliebt, treten wir ein.« Der Graf reichte der Prinzessin seinen Arm und folgte dem König, der hinausging. Sie betraten einen riesigen Saal, wo der Menschenfresser für seine Freunde ein großes Fest gerüstet hatte. Nun wagten sich die anderen Menschenfresser nicht ins Schloss, weil der König gekommen war. Die Liebenswürdigkeit und schöne Gestalt des Grafen gewann das Herz des Königs. Was seine Tochter anlangte, so hatte sich die Prinzessin ohnehin Hals über Kopf in ihn verliebt. Nach dem Genuss von einigen Bechern Wein und nachdem er einen Blick auf den riesigen Besitz rings um das Schloss geworfen hatte, sagte der König: Mein lieber Graf, es liegt an euch, ob ihr mein Schwiegersohn werden wollt. Mit einer tiefen Verbeugung nahm der Graf das ehrenvolle Geschenk an. Noch am gleichen Tag wurde er mit der Prinzessin vermählt. Der gestiefelte Kater aber stieg am Hofe zu großer Bedeutung empor. Und niemals wieder machte er Jagd auf Mäuse, es sei denn spaßeshalber.